Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem LS19. Das kleine Projekt auf der Riesenbeck. Siehst du da oben, lesen wir gerade, der Helfer hat einen vollen Korntank. Den lasse ich ja schön weiterartig und brav dreschen. Ja, und wir warten mal. Eigentlich müsste auch gleich der Traktor mit der Glaspresse eintreffen. Mal schauen, weil ich glaube, schon irgendwo da hinten kommen. Da kommt sie um die Ecke gebraust. Junge, mit was für einer Geschwindigkeit. Da muss ich aber noch mal was ändern. Aber das ist unser neues Gerät. Sehr schick. Ich habe das auf jeden Fall schon mal auf die kleinste Beingröße erstmal eingestellt, weil wir auch nur so einen kleinen Frontlader haben. So, wir springen aber erstmal einmal kurz in den Drescher, denke ich mir mal. Der muss abtanken. Eine Spur vergessen, das ist nicht weiter schlimm. Dann denke ich, werden wir gleich schon mit der Ballenpresse am Anrücken. Und werden. Jetzt sind auch noch 4500 rein. Ich habe immer gedacht, wer wundert, wer weiß nicht, wie viel der Drescher fest. Das ist ja niedlich. Reicht der Anhänger definitiv. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal Stroh für die Kühe. Und dann müssen wir nur noch gucken. Wir brauchen dann noch ein wenig oder Heu, je nachdem. Ja, ich würde sagen, ich tanke den ab, setze den wieder in eine Spur und dann sehen wir uns gleich mit der Glaspresse auf dem Acker. So, auf dem Acker angekommen. Wollen wir mal ganz kurz gucken, Pickup senken. Schauen wir mal, ob das Ding gleich funktioniert. Beingröße habe ich 1,10. Schauen wir gleich mal an, wie groß oder wie klein das Ding wird. Aber ich vermute mal, er hat auch gut und gerne kleine Masse Ferguson da gefasst. Dieter, der presst. Aber ich denke, das müssten. Oh, 3500. So. Ach, wir müssen auch noch selber abladen. Wir haben natürlich keinen Ballenwagen, den müssen wir uns gleich auch noch besorgen. Haube schließen, selbstverständlich. So, wir gucken uns den Ballen mal an. So, zum Heben ist er definitiv zu schwer. War klein und niedlich. Davon mache ich erstmal ein paar. Ich denke, dass das reicht. Wahrscheinlich geht das auch zum Aufladen besser. Ich traue mich jetzt auch nicht größer zu machen. Im Winter müssen wir bei einem anderen Feld mal gucken. Mal vielleicht einen großen pressen oder so. Weiß auch nicht. Ups. Da ist schon wieder. Da weißt du, was wir machen? Fahren wir alle dorthin. Ich hoffe, dass das jetzt clever ist. Muss man nicht immer so hin und her fahren auf den Acker. Da passen nicht ganz zwei rein. Oh mein Gott. Ich denke, wir müssen die an zwei Seiten ablegen. So. Legen wir den hier ab. Direkt wieder in die nächste Reihe. Ja, ich presse mal ein paar Ballen abseits von euch und
Dann schauen wir mal, wie das aussieht mit einem Einwagen oder ob wir da so ein. Es gibt da ja so einen, der die auch automatisch einsammelt. Ich denke, sowas werde ich mir vielleicht organisieren. Mal schauen. So, nun kommt die Stunde der Wahrheit, ob dieses Gerät so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, ob er diese kleinen Ballen nimmt oder ob es da irgendwie Unterschiede gibt. Perfekt, die nimmt da. Wir haben uns die Maschine nur geliehen, weil ein Kauf, denke ich, wäre definitiv zu teuer. So. Mal das Feld nämlich schon mal frei. Müssen gleich mal gucken, was die Leihe am Tag tatsächlich kosten würde. Ursprünglich hätte ich überlegt, das Ding wieder zurückzugeben. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir das dauerhaft einfach Leihe behalten. So, Transportstellung. Gucken, da ging es irgendwo runter vom Feld. Und dann müssen wir bloß mal ein schönes Plätzchen auf dem Hof finden, wo wir die Ballen abladen. Jetzt muss ich bloß gucken. Ich möchte nicht schon wieder das nächste Schild ummöbeln. Ich habe da schon ein Schild eben auf dem Acker liegen. So, das hat doch funktioniert. So, ich fahre damit mal zum Hof und dann gucken wir mal, ob wir ein geeignetes Plätzchen finden. So, ich war mir nicht so recht sicher, wo ich die hinstelle, also stelle ich die erstmal in der Nähe des Rinderstalls. Ich habe mir überlegt, ich stelle sie mir hier direkt in den Dings rein. Ich wüsste jetzt sonst nicht, wo ich die hinstellen soll und ich denke, das geht auch. An dieser Stelle entladen. So, ich bin bloß gespannt, wie ich die nachher wieder aufnehme, ob das mit dem Frontlader funktioniert oder nicht. Aber wir schauen mal. Dann mache ich mir jetzt auf den Weg und sammle die restlichen Ballen ein. Ein Traktor habe ich losgeschickt, um Saatgut zu holen. Für die Saaten, für die ja, Saatmaschine. Und dann schauen wir mal. Ich denke, dann bringen wir jetzt schon mal wieder die ersten Sojabohnen aufs Feld. So, wir haben jetzt nochmal die letzten Ballen eingesammelt. Ein bisschen Stroh liegt noch auf dem Feld. Es wird auch liegen bleiben. Ich will daraus keinen Ballen pressen, weil dann wird der vermutlich nicht voll. So, und dann stellen wir die anderen auch ab. Voll, erstmal schön gegen den Anhänger gehen gemöbelt. Und dann würde ich tatsächlich gucken, ob ich nicht ein bisschen Gras irgendwo mähen kann hier an den Rändern. Mal, ob wir die direkt dahinter stellen können. So. Ballen entladen. So, der geht da auf. Oh. Was ist das? Oh, jojojo. Das wird fassen. An dieser Dings entladen. Nicht umkippen. Passt doch. Ladefläche senken. So, einmal Adapter tauschen. Jetzt stellen wir hier an der Seite. Ach, mit auf dem Hof stehen zu lassen, ist eigentlich furchtbar, ne? Sollte man sich gar nicht angewöhnen. Hier sind noch Rocken drin, die ich abkippen muss. Fahren die einfach mal hier rein. Ich
Ich weiß gar nicht, ob es Sinn macht, eventuell. Eigentlich bräuchte man ja für die Kühe auch Silage. Vielleicht pressen wir auch ein bisschen Gras für Silage. Allerdings haben wir keinen Ladewagen. Ich weiß auch nicht, ob das Sinn macht. So, da gibt es jetzt mal eine kleine Planänderung. Und zwar muss ich jetzt mit dem Düngerstreuer rüberfahren. Wollte die kleine Saatmaschine nehmen. Die geht aber dann natürlich nicht, weil es keine Direktsaat ist. Dann müsste ich grubbern. Das kann ich mir eigentlich sparen. Also schmeißen wir schnell Dünger drauf. Und dann fahren wir mit dem anderen Traktor und der Direktsaatmaschine los und bringen die Sojabohnen aufs Feld. So, hauen wir ordentlich was drauf hier. Ja, recht fix gehen. Mal schauen. Sieht recht gut aus. Ja, und dann wäre die Frage, ob wir nicht denn vielleicht auch schon die ersten Kühe kaufen. Was meint ihr? Ich denke mal so 10 Kühe erstmal oder so. Ich weiß wie gesagt nicht, was die, wie viel die verfressen und alles. Wollte ich noch ein bisschen die Ränder hier von den Feldern ein bisschen Gras holen. Dann sollte das eigentlich passen. Brauchen wir das alles so einzusammeln hier? Ich denke schon, ne? Aber ist auf ein kleiner Teil. Jo, dann schnappen wir uns den Fendt. Schmeißen die Sojabohnen drauf. Räumen wir hier das ein bisschen alles auf. Übrigens seht ihr, da ist das Schild, was auf dem Feld liegt. Uiuiuiui. Und guck mal, ob wir Gras bekommen. Und wenn das soweit läuft, denke ich, ist es Zeit, dass wir Kühe kaufen. Meine Hausnummer ist übrigens die 13. Ich hoffe, dass es keine Unglückszahl ist. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Liken und abonnieren nicht vergessen. Ich sage Tschüss und Ciao.